Eine Gartenschere baut man aus zwei Sticks und einem Bronze. Und die, mit der kannst du so 4 oder 5 Laubblöcke abbauen. Hallo und herzlich willkommen zu Tech It Light Plus bzw. MBC LPT mit dem Johnny the Banana. Halli, hallo. Der grünen Banane. Mist, nein. Ne, du bist hier unreif, tut mir leid. Du bist gemein. Ja, ich bin gemein und du bist unreif. Wofür hast du einen kleinen Penis? Und du, ich bin da aber dann der dreckige Dan. Nein, ich bin der dreckige Dan. Ich bin der dreckige Dan. Okay, ich habe einen großen Penis und du bist der dreckige Dan. Du hast keinen kleinen Penis oder ich bin der dreckige Dan. Nein, ich habe einen großen Penis und du bist der dreckige Dan. Das ist mein letztes Angebot. Nö, ich bin der dreckige Dan. Dann bin ich der dreckige Dan. Nein. Das kannst du nicht einfach so sagen. Ich kann es auch beweisen. Ne, kannst du gar nicht. Das haben wir vor Jahren, dass ich so vor 2 Jahren war, so, ich bin der dreckige Dan. Du bist Spitzkopf Larry und irgendwie hast du zugestimmt bei Sonic oder so. Nein, hab ich gar nicht. Doch hast du. Wieso erinnerst du mich nicht wenigstens an den Krabby, Mann? Ich finde das nicht sehr nett von dir. Ja, ganz ehrlich, dann mach doch mit jemand anderes LPT, wenn der dann meint, du bist der dreckige Dan. Bin okay. Besser als so eine Banane, wie ich es bin, ja? Also hier. Ja, du bist die beste Banane, die ich je gesehen und gegessen habe. Okay, dann sagen wir, keiner von uns ist der dreckige Dan. Ich komme dir sogar entgegen. Ja, okay, damit bin ich einverstanden. Gut. Dieser Jonas, der ist der dreckige Dan. Du, kleiner Pen. Oh, ich bin so böse. Ach, ich renne schon aus Angewohnheit zum alten Quarry-Ort hin immer. Damn. Hier könnte man sich noch so viel abgreifen an Erzen, weil die da so an den Wänden kleben. Ja, aber ich darf das ja eh nicht, das wäre fies. Ja, das wäre wirklich fies. Kommst du from Jamaica? Alabama. Irgendjemand hat im Kommentar geschrieben, man soll sich eine Muskete statt einen Bogen machen. Ja, er meinte, es wäre moderner. Kann man die eigentlich enchanten? Das wäre geil. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen dumm. Eine Muskete, die ist doch... Übrigens, wenn du deine Axt oder Schwert mit Glück enchantest, dann bekommt man mehr Melonen, glaube ich. Das ist ja, wenn man die echt abbaut. Interessant. Das ist mir eigentlich egal. Hatte ich mir irgendwie auch schon gedacht, aber ich dachte, mach mal besser Enchanting drauf. Okay. Okay. Ich will nicht immer so viel Level opfern, um meinen Bogen zu reparieren. Das ließe sich einrichten. Dann kann ich doch mal Stärke 5 raufhauen. Und dann habe ich mal öfter Schärfe 5, dann mache ich mir ein paar Diamantschwerter oder ich weiß noch nicht was. Mann, ich vergesse jedes Mal, was ich vorhatte. Mann, da habe ich schon ein Notizbuch und benutze das nicht. Ja, das ist schon ein bisschen schäbig, ne? Was ist das für eine Tür, Mann? Ich verstehe die nicht. Die geht immer auf und zu und auf und zu und auf geht das hier wenigstens. Was ist das für eine Tür? 2 Millionen EU. Schön. Schön. Ach, wegen dem Pneumatic Tube hier. Mann, das ist ja voll fies. Gucken, kann ich das hier machen? Ich glaube, ich war auf Weltreise. Deswegen war ich auch irgendwie ganz woanders. Ja, das kann gut sein. Macht Sinn, ne? Du hattest letzten Tag eine riesen Weltreise gemacht und den Server damit überlastet. Ja, das war auch eigentlich meine Absicht. Ich bin wirklich ein böser Mensch. No. Ja. Deswegen bin ich... Eigentlich bist du ein ganz lieber. Eigentlich schon, ja, aber ich tue gerne so, als wäre ich böse. Ah. Ich meine, ja, ist halt so, ne? Ich hätte im Prinzip eine komplette Lapis-Rüstung. Schön, schön. Die ist nur ziemlich kaputt. Schön, schön. Nein, eigentlich nicht. Schön. Lapis-Rüstung bringt dir was? Nichts, für die Gäste. Achso, ja gut, dann schön. Schön. Ich habe gefindet Iron. So. Wie viel ich übelst viel Glas? Ich weiß auch nicht warum. Ach, ich glaube, ich baue einfach mal an meinem Haus weiter. Und bevor wir heute den Take beenden,
Oder auch morgen, mal sehen, wie lange deine Festplatte hält. Muss ich echt mal mein Notizbuch nutzen, ne? Ja. Aber ich glaube, ich hatte letzten Tag gar keinen Plan mehr. Ich wollte halt einfach nur den Server abkacken. Ich bin echt krank. Mann, wieso? Ich habe es wenigstens bis minus 5000 geschafft. Minus 1000 und minus 5000. Und ja, Höhe ist eine schon Milliarde. Mal anfangen. Und Höhe eine Milliarde. So, ein paar Kupfer dazu. Ich habe mittlerweile 2560 Kupfer. Das ist ja echt erfreulich. Mal gucken, ich brauche 106 Stacks Rubber, rund sogar 107, 64 Stacks Cobblestone, 56 Stacks Kupfer. Warte, das sind wie viel Copper? 3588. Ich habe 2559. Also ich muss nochmal die nächste 1000 irgendwie überspringen. Keine Ahnung, also ich wollte heute irgendwie auch an meinem Haus bauen, lustigerweise. Ich weiß auch schon, was ich mache. Ey, meinst du, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, dass unser Mod hier schon drin ist? Nein. Echt nicht? Nein, glaube ich nicht. Auch nicht mit zwei Items? Nein. Echt nicht? Glaube ich nicht, nee. Lol, wieso nicht? Obwohl mit zwei Items, ja, das könnte sein. Sogar aber doch schon mit einem. Boah, wenn ich den jedes Mal compilen will, das dauert immer eine ganze Weile, nur um den zu compilen. Ich werde ihn trotzdem ja jeden Schritt ausprobieren müssen. Keine Ahnung, das Compilen dauert etwa eine Stunde. Lol, musst du das die ganze Zeit schreiben oder ist es wie rendern? Ja, rendern. Ach so, ja dann. Wie schlimmer wäre, wenn du eine Stunde lang Text schreiben müsstest. Ja, da ist was dran, ne. So, wie werde ich denn jetzt mal fortfahren? Ich muss auch gar nicht weiter Regie führen, also eigentlich reichen 90 Items. Ja, das reicht wirklich. Und Bilder habe ich ja auch schon irgendwie für 10 Items fertig. Nur halt noch nicht 512er Texture Pack mäßig. Aber das kann ich ja auch noch einrichten. Soll ich das ein bisschen Specs orientiert machen oder Freestyle? Freestyle. Ach gut. Gefällt mir auch lieber. Ich meine nichts gegen Specs, aber dieses Fröhliche geht mir auf den Sack. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Ja, aber jetzt so was Düsteres geht mir auch auf den Sack. Nach der Zeit geht mir alles auf den Sack. So, ja, was? Balsaholz ist Alu. Ach du Scheiße, ich habe gar kein Holz mehr. Ich habe überhaupt nichts mehr. Ich müsste neue Bäume pflanzen und ernten. Kannst du mir nicht auch einfach Setzlinge verkaufen? Das kann ich machen. Da bin ich dann aber etwas vorsichtiger und mache die überteuert. Ja, natürlich, sonst wäre das ja auch ein bisschen blöd. Muss ich gleich mal gucken, wie viele ich hab. Ja, dann bräuchte ich dich ja gar nicht mehr. Wie ist das? Kann man die neuen Setzlinge einfach so bekommen? Also, um dir den nötigen Kontext zu verschaffen. Du kannst die Bäume setzen und wenn die gesetzt sind und wachsen, entweder von alleine oder mit Bone Meal, dann musst du die mit irgendetwas fällen, dass das Laub nicht automatisch weggeht. Denn Tree Capitator, wenn du das damit machst, dann geht alles weg und du bekommst keinen einzigen Setzling aus dem Baum raus. Also nämlich eine Stahlachs. Also das zum Beispiel. Oder du baust dir eine Gartenschere und baust damit vorher das Laub ab. Dann kriegst du pro Laubblock einen Setzling. Wie geht eine Gartenschere? Und eine Gartenschere baut man aus zwei Sticks und einem Bronze. Und die, mit der kannst du so 4 oder 5 Laubblöcke abbauen. Man kann sich auch Imprägnierte kaufen von Villagern. Es wird jetzt langsam tricky. Wie macht man Bronze? 3 Kupfer und sonst Zinn. Craften, oder? Craften. Ah, sonst hätte ich wieder Breast gemacht, glaube ich. So, ich muss mal eben Bahnhofraum machen. Ich weiß noch nicht, wie. Mann, fick dich doch, Enderman. Okay. Keiner mag dich. Ach, ich bin ja gar kein Enderman. Das mit dem Mann, keiner mag dich. Komm her und kämpfe, ja. Du Pussymuff. Boah, Alter. Ich glaube, ich bin behindert. Ja. Du sagst doch 3 Kupfer und 1 Zinn. Ach so, jetzt geht das. Wie macht man Sticks?
Indem du deine ganzen Dias in eine Ender Chest packst. Okay. Am besten die bei dir steht, so dass ich die nehmen kann. Aber du verarschst mich doch nicht, oder? Nein, wenn ich die rausgenommen habe, dann wartest du maximal eine Minute und ich gebe dir so 2-3 Stacks Sticks. Aber ich glaube, das ist eine Verarsche, oder? Nein. Okay. Aber da kommt eine Bronzeschaufel raus und keine Gartenschere. Du musst sie so schräg machen. Der Bastlerschaufel. Ja, du musst sie schräg machen. Ein Stick ganz unten links, ein Stick in der Mitte und oben rechts so ein Bronze. Will ich denn eine Gartenschere? Ja. Ganz ehrlich, ich stelle mich extra dumm. Ganz so blöd bin ich gar nicht. Ich hätte gern einen Setzling. Ein Diamanten. Nein. 15 Zinn. Nein. 10 Zinn. Nein. Wie viel bietest du mir? 1 Zinn. Verdammt! Sagen wir 2. Nein. Sagen wir 1,5. Nein. Dann ist der Deal geplatzt. Ein Viertel. Okay. Was ist ein Viertel denn? Weiß ich nicht. Ein Eisen. Ein Eisen ist ein Viertel Zinn? Nicht keine Ahnung. Das Doppelte oder so? Weiß ich nicht. Wie viel hat's denn? Ich glaube, Eisen hat doch viel mehr, oder? Ohne Scheiß, Eisen, wenn ich mich nicht irre, hat Kupfer und Zinn denselben EMC-Wert. Sind das alle meine Balsa-Setzlinge oder muss ich unbedingt aufpassen das nächste Mal? Ich habe nur 15 Stück. Okay, sagen wir, ich gebe dir 2 Zinn und ich darf den Wildschwein töten. Was mit Zinn? Sagen wir, ich gebe dir 2 Zinn und ich darf den Wildschwein töten. Nein. Okay. Ich gebe dir 3 Zinn und ich darf den Wildschwein töten. Nein. Tu einfach das, was du mir geben... Oder jetzt bist du schon hier. Ja, dann gib mir... Bitte? Ja. Ja. Warte, Oh. Oh, die brauche ich. Ich glaube, ich sollte das alles mal sortieren hier. Ist ja dann noch ein Fleisch. Du siehst ja so versinnlich deinen Todesschnitzel rein. Ich esse das auch. Oh, ich bin voll fies, dass ich dir für den Setzling so wenig gegeben habe, ne? Ja, aber ich kann teilweise so leicht nachproduzieren. Der ist aus meiner Sicht so viel wert, ne, ich hätte dir dafür 20 Zinn gegeben. Ja, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht ist es einfach nur ein Setzling. Echt? Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie man den bekommt. Ich hätte dir dafür 30 Zinn gegeben. Und du scheiß Balsa, ist gar nicht schwer, das zu bekommen. Glaube ich. Ich habe die Zettel gerade nicht zur Hand. Oh Mann, und ich dachte, ich war einmal im Leben böse. Nö. Ich war böse. Du hast es nicht gemerkt. Das kann ich mir sogar vorstellen. Ich habe hier irgendwo letztens einen Fehler gemacht. Das Teil hat 4 Laub. Was? Das Teil hat 4 Laub. Ja, cool, ne? Ne, 5. Daraus bekommst du 5 Setzlinge. Ist doch gut. Gay? Ja. Ah, cool, ich auch. Ha, du hast es zugegeben. Ja, du auch, gerade. Das war nur, damit du dich besser fühlst. Ja. So, der Maschinenraum wird 2 Stöcke groß. So ein riesen Balsa-Teil, das hat 4, 8, 12, 13 Laub. Ja, manchmal sind die so groß. I am rich. Machst du das bei mir im Vordergarten? Was? Nein. Weil es so schnell ging. Wieso? Weiß nicht, kam mir so vor. Teil aus meinem... Wie, das ging schnell.
Ja, weil du so schnell plötzlich die Bäume gesetzt hast. In der Zeit kam mir das ein bisschen schnell vor, so schnell in deinen... Oder wo machst du das? Ja, da wo ich später das Holz brauche. Ah. LOL. LOL. Da habe ich ein schlechtes Zeitgedächtnis. Oder Zeitständnis. Oder... Sex. Okay. Langsam wird es schön. Ich glaube, ich habe eine richtig geile Idee. Habe ich die noch, die Lampen? Das sind alle? Zwei Green Lamps? Ich bin mir sicher, ich hatte tonnenweise von dem Scheiß da. Jetzt habe ich schon 19. Ich werde bald richtig viele produzieren. Ich hätte lieber gern andere. Ich finde grüne ganz gut, weil die zu Holz ganz gut passen hier in dem Texture Pack. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade Default. Keine Ahnung. Doch, das hast du extra gemacht. Ja. Das kranke Monster. Ich glaube, ein Setzling sollte ich behalten, ne? Weil ich setze sie gerade alle. Ja, ich würde mir einen als Notsetzling behalten, so wie ich. Weißt du was? Ich bin ganz raffiniert. Ich behalte zwei. Wow. Falls ich einen wegschmeiße. Ups. Ja. Irish lines in my eyes. I see white people. Ah. Ah. Hier gibt's keine Eingangstür, fällt mir gerade auf, in meinem Maschinenraum. Ist ja auch mal ganz lustig. Ganz ehrlich, wie schreibt man Arisch eigentlich? Mit I oder mit Y? Ich glaube, du weißt das. Mit I, oder? Ich glaube schon, ja. Ja. Und im Englischen dann doch mit Y, oder? Ja. Aryan, ja. Ich habe Englisch unter... Ich habe Geschichtsunterricht auf Englisch. Das ist lustig, da war eine coole Textaufgabe. Auf Englisch. Ich erzähle sie jetzt aber auf Deutsch, weil ich die auf Englisch nicht wiedergeben kann. Habe ich vergessen. Also es ging darum, ein Bomber fliegt über Warschau und will da alle Polen bombardieren. Er hat 8 Dutzend Bomben, die jeweils so und so viel Kilo wiegen. Der Bomber an sich wiegt auch so und so viel Kilo. Wie viel wiegt der Bomber, wenn er alle Bomben über Warschau abgeworfen hat? Irgendwie so, und das halt auf Englisch. Aber ich finde das irgendwie, ist voll die coole Textaufgabe. Das traut man Lehrern gar nicht zu, dass sie einem so eine Textaufgabe geben, ne? Tja. Ich glaub mal, da kommt so eine Scheiße wie Fritzchen geht ins Kino. Oh Gott. Ich weiß noch, die Grundschule. Die schlimmsten 8 Jahre meines Lebens. LOL. Die schlimmsten 8. Oh, ich weiß noch, die erste Klasse. Die schlimmsten 3 Jahre meines Lebens. Okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Doch, ein bisschen. Oh Mann. Das ist so geil. Bei Game of Thrones heißt die eine in der englischen Fassung Arya. Mit Y. So richtig Arya halt. Hat die auch blonde Haare? Nein. Oh. Well, ich glaube, das könnte man noch als dunkelblond bezeichnen. Ich sehe es als braun an. Aber... Die hat in Game of Thrones ihren ersten Auftritt gehabt. Jetzt ist sie schon voll bekannt. Sie macht ein Video, in dem sie tanzt. Nein! Das ist total langweilig, das Video, aber... Immerhin ist sie jetzt schon... Ne, ich weiß nicht mehr. Das war irgendwo, ich glaube, die ist jetzt, keine Ahnung, in irgendeine... Die ist jetzt Stripperin. Stripperin! Mann, die ist, keine Ahnung, jung, verdammt. Ich verstehe das nicht. Bei Game of Thrones sehen die alle so jung aus und in Real Life so alt. Ja, bei Game of Thrones sieht die aus wie, keine Ahnung, 9 Jahre oder 10? Vielleicht auch 11? Nee, 10. Und in Real Life? Ne, keine Ahnung. Diese Aria! Ich muss das mal nachdenken. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich meine, ich habe die 2 oder 3, 4 ersten Folgen mit dir geguckt.
Die sieht doch aus wie 10, oder? Ja, die sieht ziemlich jung aus. Ja, und in Real Life, keine Ahnung, da könnte die 13 sein. Vielleicht sogar 13,5. Oh ne Scheiß, ich hatte ganz viel grünen Farbstoff und ich finde den nicht wieder. Auch diese, weißt du noch, die Sansa, die große Schwester, die rothaarige? Ja, weiß ich noch. Ja? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? Okay. Nein! Die ist angeblich minderjährig. Die sieht in der Serie auch aus irgendwie, keine Ahnung, 15? 14,5? In der Serie ist sie angeblich 13, das glaube ich echt nicht. Weil in Real Life, ne, die sieht aus wie 18 oder 19 bald. Auf manchen Fotos. Wow! Nein! Da sieht die richtig... alt will ich nicht sagen, aber irgendwie schon, ja. Von wo kommen die denn? Ich verstehe das nicht, dass die manchmal in Real Life alle so alt aussehen. Wie kommt das? Keine Ahnung. Ich meine, werden die so jung geschminkt oder was? Das kann gut sein. Manchmal kann man da richtig gut tricksen, wenn du gut bist. Oder machen die auch die Kameraperspektive so, als wären die Mini? Wer gefällt dir ein... Also,